Decken und Kissen frisch beziehen, Matratzen und Bettgestelle reinigen. Ein Arbeitseinsatz als Putzkraft in einem Krankenhaus hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ins Schwitzen gebracht. Im Klinikum Bergmannsheil in Bochum traf der SPD-Politiker auf die Reinigungskraft Susanne Holtkotte. Heil hatte der 48-Jährigen im Februar während der ARD-Talkshow Hart aber fair das Angebot gemacht, jeweils einen Tag den Job des anderen kennenzulernen. Holtkotte hat Heil bereits einen Tag in Berlin begleitet. Nach seinem Einsatz im Krankenhaus sagte Heil, die Erfahrung habe ihn darin bestärkt, noch intensiver für seinen umstrittenen Gesetzesentwurf zur Grundrente zu kämpfen. Gleichzeitig müsse der Mindestlohn schneller auf 12 Euro steigen und mehr Branchen müssten sich zu ordentlichen Tarifverträgen verpflichten.